Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Auf dem Viktoriaplatz in Bregenz treten sich die AK U18 Vorarlberg in Blau und die gleichaltrige Auswahl aus dem Burgenland gegenüber. Bereits in der 5. Minute kommen die Gäste nach diesem Eckball zu einer guten Kopfballchance durch Luca Klee. Auch die Ländle-Elf drängt beim Standard aufs Tor wie hier in Minute 16. Doch es gibt kein Durchkommen. Gefährlich dreht sich dann dieser Corner von Mutlu ein, der Ball prallt aber an der Latte ab. Alle Augen der Ländle-Abwehr dann auf Procic, während sich Peuer auf der rechten Seite unbeobachtet freilaufen kann und prompt einnetzt. Die Burgenländer übernehmen in Minute 28 die Führung. Dieser Schuss von Reisenhofer kommt in Minute 38 aus spitzem Winkel und geht am Tor der Heimischen vorbei. Und an diese Hereingabe von Klinkhoff kommen sowohl Fink als auch Rakic nicht heran. Der Pausenstand damit also 0:1. In der zweiten Spielhälfte kommen die Vorarlberger dann zu etlichen Torschüssen. Wie hier durch Vogel, super pariert von Burgenland-Keeper Zehetbauer. Oder wie durch diesen Freistoß von Mutlu, der dann doch knapp drüber geht. Große Unsicherheit dann in der gegnerischen Defensive nach dieser Flanke. Doch der Ausgleich will dem Ländle-Team einfach nicht gelingen. Gute Freistoßmöglichkeit dann für die Gäste in Minute 82. Reisenhofer mit dem direkten Versuch, aber AK-Keeper Kuge steht da bombensicher. In der Nachspielzeit noch einmal die Chance. Der Schuss von Toplu wird aber pariert. Und Milo Savljevic erwischt die Kugel dann nicht richtig und es bleibt beim 0:1 und damit beim knappen Sieg für die Burgenländer. Ja, wir haben uns viel vorgenommen vor dem Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht zufrieden sein können mit dem, was wir auf den Platz gebracht haben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zufriedener. Es war noch nicht so, wie wir es wünschen, aber sie haben sich ja gesteigert und am Schluss hätten wir es noch auf der Füße gehabt. Ja, wir haben ein Schwertuch vor hinten nach vorne zum Kopf. Also es war nicht so ausgelegt, aber wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen, ins Mittelfeld, die Bälle in die Spitze. Es hat gefehlt, ja, das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Ja, nach dem Spielverlauf, wenn man das anschaut, schmerzt es natürlich sehr, wenn wir uns viel vorgenommen haben vor dem Spiel. Natürlich 3 Punkte mitzunehmen, noch am nicht so guten Start, sage ich jetzt mal, wenn man verliert, auswärts gegen Sturm Graz. Und ja, natürlich schmerzt es, wenn man so viele Chancen hat und eigentlich auch zum Teil besser spielt wie der Gegner und dann 3 Punkte verliert und das noch daheim. Wir reden immer von Linienüberspieler ins Mittelfeld und zum Stürmer, das haben wir heute in der ersten Halbzeit gar nicht geschafft. Und ja, dann hat es sich gesteigert in der zweiten Halbzeit, aber das müssen wir natürlich von Anfang an sagen und nicht erst in der zweiten Halbzeit.